Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute die XXXXXL Neuzugänge. Ich habe es geschafft und ich habe es schon lange nicht mehr geschafft, so viele Bücher zu kaufen. Vor allem ist 90% neu gekauft. Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschönigen kann. Es ist halt einfach, ja, übertrieben gewesen. Und ich fange einfach mal an. Oh, ich würde sagen, ich fange einfach mal von oben nach unten an, weil sonst fällt mir alles auf mich drauf. So, ich habe zwei gebrauchte Bücher gekauft hier bei mir in Wien. Das Lustige, also das Coole daran war, dass die Frau, bei der ich es abgeholt habe, eigentlich auch in meinem Bezirk lebt. Das heißt, ich habe echt nicht weit gehabt und ja, ich habe jetzt für dieses schöne Schätzchen 5 Euro bezahlt. Queen of the Wicked von Theresa Sporer, die giftige Königin. Das Buch hat mich ja schon längere Zeit interessiert. Belladonna macht als Gifthexe ihren Namen alle Ehre, denn ein Kuss allein kann tödlich enden. Kein Wunder also, dass sie ihre Zeit lieber mit ihren Schützlingen, den Giftigen aller Pflanzen in den Gärten unterhalb des Schlosses der Hexenkönigin verbringt. Doch als diese unerwartet einem Giftanschlag zum Opfer und der Verdacht ausgerichtet auf Belladonna fällt, passiert das Unglaubliche. Belladonna wird kurzerhand zur nächsten Hexenkönigin gekrönt. Damit einher geht allerdings nicht nur die Krone, sondern auch der Verlobte der verstorbenen Königin Blake. Ein Dämon, der Belladonnas Selbstbeherrschung auf mehr als nur eine Weise herausfordert. Meine Katze spielt mit dem Tütchen. Genau, und ich lese ja gerade Witch Queen, den zweiten Band. Ich habe es auch nochmal hier. Genau. Das Buch lese ich gerade und das ist ja, glaube ich, vorerst mal eine Dialogie. Und irgendwie hatte ich voll Bock auf noch mehr Hexengeschichten und habe das Buch dann halt für 5 Euro gesehen und dachte mir, ja, kannst es ja mal anprobieren. Klingt so komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann ich das ja immer noch aussortieren. So, und dann habe ich auch noch mitgenommen von Claire Elisa Bartlett, Like a Good Girl, denn sie wissen, was du getan hast, CBT Verlag, ja, für 4 Euro. Wie jede gute Highschool in Amerika hat die Jefferson Lorne High alles davon. Nach dem schockierenden Mord an Emma Baines stehen 3 ihrer Mitschülerinnen ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Claudie, die nostalgische Partygängerin, Avery, die Kapitänin, der Cheerleader und Gwen, die angehende Klassenbeste. Jeder der 3 hat etwas zu verbergen. Und die einzige Frage, die sich die Polizei stellt, ist, welche von ihnen hat Emma, die alles nur als das gute Mädchen kannten, auf dem Gewissen. Doch die Dinge sind nicht nur immer so, wie sie scheinen. Und Emma hat selbst Geheimnisse, von denen niemand etwas ahnt. Während immer mehr Lügen ans Licht kommen, tickt die Uhr, denn Emmas wahrer Mörder läuft noch frei herum. Und es ist nur eine Frage, die Zeit, bis ein weiteres Mädchen zum Opfer fällt. Ja, also ich... Okay, jetzt ist sie weg. Ich freue mich sehr auf die Geschichte und werde es dann auf jeden Fall irgendwann nochmal auch lesen. Es klingt echt sehr gut. Ich denke, es wird so ein bisschen Jugendbuch-Thriller sein, weil CBT, glaube ich, ist ja Jugendbücher. Und ja, bin gespannt, wie sie... Autorin das umgesetzt hat. So, da machen wir ein Buch, das auch eingezogen ist und direkt aussortieren wird. Ich habe es auch schon zum Verkaufen gestellt, habe das Buch auch abgebrochen, also ein kleiner Spoiler auf meinen Lesemonat. The Vicious Grace, hier geht es um meine Auserwählten, die 5 Jahre Zeit hat, ihre Kräfte zu beherrschen, beziehungsweise auch einen Partner zu finden, den sie dann kanalisieren kann und seine Macht als die ihre verstärken kann und bla bla bla. Nur das Einzige, was ein Problem ist, ist, dass die Auserwählten niemanden berühren kann, der das, also wie soll ich sagen, also sie berührt.
Nur das Problem der Auserwählten ist, dass sie, sobald sie jemanden berührt, diese Person stirbt. Nicht immer, aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, genau. Ja, ich fand's grottenschlecht. Ich habe mich bis Seite 410, glaube ich, durchgequält und dann haben wir in der Leserunde beschlossen, dass wir das komplett abbrechen. Ich bin echt froh drum, weil echt, naja. Aber dazu im Lesemonat habe ich hier noch zwei Bücher, müssen es sein. Die sind noch verpackt. Genau, und ich würde sagen, wir machen sie jetzt gemeinsam mal auf. Die kam jetzt noch genau am 31. März. Eigentlich wollte ich das Video schon früher drehen, aber mein. Nein, es ist nur ein Buch. Oh mein, wo ist denn dann das andere? Okay, das heißt, mir fehlt doch noch ein Buch. Also, das ist der fünfte Band und der letzte Band der Cherish Love-Reihe von Nalini Singh. Und ich habe ein. Wieso steht es hier nicht da? Meine Güte, nervt mich das. Ich habe gelesen. Boah, die hat echt viel geschrieben. Ich lese auch momentan das Lust, separat von ihr auch noch die Elena Devereaux-Reihe, die von der Gilde der Jäger. Ja, 1 bis 3 habe ich schon gelesen und fand es bis jetzt sehr gut. Hat mir sehr gut hat mir sehr gut gefallen. So. Ja, Cherished Whispers, das ist der Band, ist der fünfte von Nalini Singh. Hier geht es ja um andere Protagonisten immer. Und hier geht es jetzt um Daniel. Sarah ist ein Star auf dem Rugbyfeld und die Welt liegt ihm zu Füßen. Das Leben könnte nicht besser sein. Wären da nur nicht die plötzlichen Gefühle für seine Erzfeindin aus Jugendtagen. Katie River ist auf dem Weg zum paralympischen Gold und wird sich von nichts und niemanden vom Ziel abbringen lassen. Schon gar nicht von Danny, auch wenn ihr Herz jedes Mal verräterisch schneller schlägt, sobald sie ihn sieht. Ah, es geht um die Schwester der ersten Protagonistin. Jetzt weiß ich wieder, deswegen kam mir das so kurz bekannt vor. Keiner von beiden will der Anziehungskraft zwischen ihnen nachgeben, bis die rücksichtslose Tat eines Fremden ihre Karriere in Gefahr bringt und sie der Welt das glückliche Paar vorspielen müssen. Plötzlich können sie nicht länger aus dem Weg gehen. Ja, also 1 bis 3, glaube ich. Oder 2. 1 und 2 habe ich schon gelesen und ich dachte mir, mir fehlt, glaube ich, noch der. Hier sehe ich Cherished Dreams. Genau, mir fehlt der dritte Band, Cherished Kisses. Genau, 1 und 2 habe ich gelesen, also Love and Hope habe ich gelesen. Kisses habe ich noch nicht zu Hause, Dreams habe ich zu Hause und Whisperers, den fünften Band, habe ich jetzt auch zu Hause. Welches Buch mir fehlt? Ja, ich habe hier noch ein Päckchen. Ich bin so doof. Ich habe eigentlich, ich stapel hier so in letzter Zeit meine Päckchen, die ich von Amazon bekomme, weil ich ja momentan wieder auf will haben und so verkaufe und diese Dinger selber benutze und natürlich ist es angekommen und ich habe gedacht, es war im anderen. Egal, ich bin froh, endlich. Ich muss jetzt kurz überlegen, habe ich den dritten schon gelesen? Ja, natürlich, das habe ich erst im letzten Monat, im vorletzten Monat beendet, genau. Und dann, ja, ich weiß nicht. Ja, ich lese euch da auch den Klappentext vor. Als Aiden Walters mir nach 5 Jahren wieder gegenüberstand, konnte ich es kaum glauben. Einst war er mein gewesen, mein bester Freund, meine große Liebe. Doch inzwischen lagen dem Oscar-Preisträger die ganze Welt zu Füßen. Und wir sprachen kein Wort mehr miteinander. Ich wollte ihn in die Arme schließen, ihn festhalten und ihm sagen, wie sehr ich ihn vermisste. Aber ein Blick in seine ozeanblauen Augen reichte, um zu wissen, dass ich ihn damals unwiderruflich das Herz gebrochen hatte und wir nie wieder zusammen sein würden. Doch ich sah darin auch den Jungen, den ich einst geliebt hatte und den es plötzlich mehr denn je vor der Welt zu beschützen galt. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ich muss bald mal echt alle ihre Reihen komplett beenden. Also ja, das ist ja der vierte Band. Dann fehlen mir ja noch von der Elements-Reihe, eigentlich ihre allererste Reihe, wie die Stille unter Wasser, glaube ich, fehlt mir. Oder wie die Luft zu atmen und wie die Erde um die Sonne.
Ich weiß nicht mehr genau. Ist jetzt auch egal. Da habe ich mir vorbestellt. Oh mein Gott, das ist so schön, Leute. Und dieses Pink, dieses Neon-Pink. Ich hoffe, man sieht es halt wirklich. Ja, so schön, wirklich. Und Mark Rabe hat ja die Reihe geschrieben mit Tom Babylon, genau so heißt er, ich und Namen, aber egal, jetzt habe ich es gehabt. Und die hat mir sehr gut gefallen. Ich bin jetzt noch beim vierten Band, genau, Violas Versteck heißt der vierte Band, müsste ich beenden und dann ist die Reihe auch abgeschlossen, soweit ich das weiß. Und das ist jetzt eine neue Reihe. Im morgendlichen Schneegestöber an der Berliner Siegessäule steht ein verlassener Kleinlaster. Auf der Ladefläche findet die Polizei eine halbnackte tote Frau. Jemand hat ihr mit roter Farbe etwas auf dem Körper geschrieben. Die Privatadresse des Bundeskanzlers. Am Tatort trifft die ehrgeizige Kommissarin und Anwärterin Neil Tschachowski auf den berüchtigten Ermittler Arthur Meyer. Was sie nicht wissen, das ist kein Zufall. Und dann geht's weiter mit diesem schönen Schätzchen. Airwalken, oder jetzt heißt er Firewalken, Firefallen, was laber ich? Es müsste hier eine Elementkarte mit dabei sein. Ja, das ist Gott sei Dank. Ich weiß nicht, warum es im ersten Band nicht da war. Ich glaube zumindest, dass sie war nicht da. Ich müsste mal nachgucken. Wo ist denn das Buch? Egal, ich schaue mal später nochmal nach. Aber ja, werde ich als Lesezeichen verwenden. Ich tue es mal gleich als erstes rein. Genau. Ich weiß ja nicht so richtig, um was es hier geht. Ich weiß, dass es hier um eine Protagonistin geht, die eine Gabe besitzt und sie muss sich gleich mit anderen... Okay, ich will mich jetzt nicht spoilern. Genau, ich habe es jetzt nicht nur wegen dem Cover gekauft, sondern weil ich eigentlich sehr viel Positives gehört habe und zum Teil auch ein bisschen negativ, aber ich lasse mich das selber überraschen. Ich liebe ja das Feuer, das ist mein Lieblingselement und ich finde das so schön gemacht. Also ich bin da sehr gespannt. Ich finde es krass, ich habe das gestern nachgeschaut. Das Buch ist zuallererst schon 2015 erschienen, ja, also schon 8 Jahre her und ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich noch so aktuell ist, und also im deutschen Raum oder so, also ich bin da sehr gespannt. Gar nicht, was für ein Drama ich hatte, dieses Buch zu bekommen, weil ich hatte es mir auf Amazon vorbestellt. Amazon hat mir gesagt, ja, kommt irgendwann einmal Anfang April und ich so, okay. Habe storniert, dann habe ich eine Thalia-Buchhandlung, die ist schon ein bisschen weiter weg, aber trotzdem theoretisch in der Nähe. Und dort war halt auch einfach das Buch nicht auf Click Collect die ganze Zeit. Dann habe ich aber gesehen, dass in einem anderen Bezirk, in der ich vorher gelebt hatte, das Buch schon da ist und das war 9 Uhr irgendwas. Und dann dachte ich mir, okay, gebe ich es per Click Collect an, kann ich nach 2 Stunden oder so abholen oder so. Habe ich gemacht und ich warte und ich warte und ich warte. Und eine Freundin von mir, die hat das Buch auch per Click Collect in derselben Filiale und hat es dann 20 Minuten später anscheinend die Benachrichtigung bekommen, ja, du kannst es abholen. Und bei mir war es schon 11:30 und immer noch nicht da. Ich habe aber gesehen, dass die vorrätig sind so in der Buchhandlung. Also bin ich 1 Stunde und 15 Minuten hingefahren. Oder knapp eine Stunde, sagen wir es mal so. Und habe das Buch dann gesucht. Ich bin so doof. Ich habe es einfach nicht gefunden, ja. Und ich habe aber direkt dieses Buch gesehen. Das ist der erste Band von Karawald, weil wegen dem bin ich auch extra in diese Buchhandlung gefahren, weil mir die Freundin gesagt hat, hey, es ist dort. Also, ja, kannst du dort holen. Na gut, habe ich dann gemacht und Leute, neben diesem Buch war einfach das Buch und ich habe nur das gesehen und das nicht. Ich bin so dumm. Also ich habe halt die Dame halt dort gefragt mit, hey, wo ist das neue Buch von ihr? Und dann habe ich auch gesehen, das ist auch, Gott sei Dank, es waren alle verfügbar, noch im Buchschnitt und ja, das war es auch mit dem Drama. Ich freue mich sehr drauf, das wird ja die nächste Leserunde von unserem kleinen Buchclub oder wie auch immer man es jetzt nennen kann. Ich freue mich sehr darauf. Es hat eine wunderschöne Aufmachung. Ich hoffe, es gefällt mir. Ich meine, ich habe ja schon 2 Bücher von ihr gelesen. Ich fand sie gut. Die anderen
hatten die Atlas-Trilogie, glaube ich, angefangen und fanden sie schrecklich und haben sie abgebrochen. Dementsprechend hoffe ich, dass es uns gefallen wird. Und weil ich das ja schon angesprochen habe, machen wir auch gleich mit dem Buch weiter. Ich habe ja, weil ich ja noch einige Stunden hatte in meinem BookBeat-Abo von 100 Stunden, hatte ich noch ein paar Stunden übrig und habe mir gedacht, hey, bevor du das Buch kaufst oder die Trilogie kaufst, schaust du nach, ob dir überhaupt die Reihe gefällt. Und dann habe ich angefangen zu hören und es war so gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich bin durch die Seiten geflogen. Das Worldbuilding war nicht so kompliziert. Man ist schnell reingekommen. Ich fand es grandios. Leider hat es nicht gereicht, dass ich das Buch beende. Also habe ich mir das bei Thalia per Click Collect halt bestellt. Und als ich angekommen bin, war leider nur noch das Buch im Buchschnitt. Also habe ich die anderen Bücher abgebrochen oder storniert so und habe das mitgenommen. Das müsste jetzt der zweite Band sein. Und ja, in der anderen Buchhandlung, wo ich jetzt das von Mara Wolf gekauft habe, habe ich den ersten Band mitgenommen. Und den dritten Band habe ich in Deutschland, das heißt die Neuzugänge von dort nehme ich hier leider erst im April mit und ihr seht sie dann erst im April, aber eigentlich habe ich schon im März gekauft, was natürlich noch schlimmer ist, dass ich im März noch mehr Bücher habe, aber die zähle ich erstmal nicht dazu, weil es anders halt nicht geht. So, genau, hier geht es um, also Caraval, um das Spiel Caraval und wir haben die Protagonistin, das sind zwei Schwestern, Scarlett und Namen bin echt nicht gut. Auf jeden Fall geht es um die Hauptprotagonistin Scarlett, die das Spiel gewinnen muss für ihre Schwester. Und ja, hier geht es um Leben und Tod auch. Und das ist halt so ein Spiel mit Magie. Und ja, wir haben halt eine Protagonistin, die eigentlich heiraten sollte, aber ihre Schwester hat sie ja überredet, da mitzumachen. Und ja, mehr will ich euch da jetzt nicht zu sehr erklären oder zeigen. Und dann habe ich jetzt doch den zweiten Band. Ich wurde auch schon ein bisschen gespoilert, dass es... ich will euch jetzt da nicht zu sehr spoilern. Ich wusste, als ich das Buch beendet habe, nicht, wie es im zweiten weitergehen soll. Aber jetzt weiß ich es und ich finde es gut und ich freue mich sehr drauf. Habe ich zwei Bücher bekommen. Ich habe es natürlich, alle Bücher sind selbst gekauft und die meisten versuche ich nochmal zu verlinken, die halt gehen. Das habe ich, glaube ich, euch eh eingeblendet. Ja, also von Disney kam jetzt raus Der Weg zum Licht. Das ist die Twisted Tale Reihe. Und das da auch. Hier sind zwei verschiedene Autoren. Verlockende Freiheit. Hier geht es um Rapunzel und das denke ich mal um Hades. Ja, ich habe jetzt auch für mich beschlossen, dass ich alle meine Vorbestellungen, die ich im Disney gemacht hatte, für dieses Jahr, habe ich komplett alles storniert und mir die Challenge aufgegeben, wenn ich kein einziges bisher gelesen habe, werde ich auch keins mehr kaufen. Und weil, Leute, es gibt schon über 10 Bände, glaube ich, und ich habe kein einziges gelesen. Auch wenn jetzt nur 14 Euro, und das sind 16, aber es geht halt voll ins Geld. Das sind schon 30 Euro, die ich nicht gelesen habe. Und ich könnte sie halt einfach später gebraucht für viel günstiger kaufen. Und ich möchte darauf halt jetzt echt schauen, weil es nervt mich halt einfach. Ich habe auch schon viel Negatives über die Disney-Reihe gehört, was mir echt wehtut und ich hoffe, es wird mir gefallen, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde so am Boden zerstört sein, wenn mir die Bücher nicht gefallen werden. Ja, ich habe leider die April-Dings geschrieben, Leseliste, ohne wirklich darüber nachzudenken und mal nicht ein paar der Bücher auf meine Leseliste zu packen. Das ist halt wieder so dumm von mir, aber die variiert ja, die Leseliste. Deswegen könnte ich das jetzt noch machen. Wie gesagt, wir haben erst gerade den 3. Ja, April. Also es ist noch alles offen, es ist noch nichts verloren. Aber trotzdem, wenn ich jetzt das sehe, denke ich mir, wieso habe ich nicht mehr über die Leseliste nachgedacht. Ich meine, ich bin froh. Sie stört mich jetzt nicht so, aber ich hätte vielleicht noch mehr Bücher gepackt. Aber dann weiß ich auch, dass das überhaupt nicht realistisch ist. Und das, was jetzt drauf ist, ist eigentlich schon machbar. Schwer, aber machbar. Aber trotzdem, naja. Wurscht. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal mit diesem
Dann habe ich mir bestellt von Anna Huang Twisted Dreams. Das ist der erste Band der Reihe. Ich habe sehr viel Positives gehört von ihr und freue ich mich auch sehr drauf. Ich lese euch da auch den Klapptext vor, weil ich nicht mehr weiß, um was es geht. Als der beste Freund ihres Bruders in der Nachbarhaus zieht, ändert sich Ava Chans Leben von Grund auf. Alex Volk sieht aus wie die Sünde und ist kalt wie Eis. Aber Ava schafft es, seine Mauern Stein um Stein einzureißen. Und je besser sie den Multimillionär kennenlernt, desto weniger kann sie sich seiner Anziehungskraft entziehen. Schon bald kann auch Alex die ungewohnten Gefühle nicht länger leugnen. Doch er hat eine dunkle Vergangenheit, die er nicht entfliehen kann und die eine Liebe zwischen ihnen unmöglich macht. Ja, bin gespannt. Ich hoffe, dass mir die Reihe gefallen wird, weil ich finde sie von der Aufmachung sehr schön. Und der zweite Band erscheint auch schon im April. Genau. So, wir machen weiter mit einer neuen Reihe, auch wieder mal. Die New England School of Ballet, Hold Me, der erste Band. Ich finde es echt cool, dass es um Ballett geht und ich hoffe, dass gut recherchiert wurde. Ich meine, ich bin jetzt nie Balletttänzerin gewesen oder so, oder war es, was auch immer. Aber dieser Leistungssport hat sehr viel Druck und die Mama von meinem Freund war früher Balletttänzerin, deswegen. Achso, ich habe ja schon Lesezeichen reingebaut. Genau, und schauen wir mal, wann ich Zeit habe, das zu lesen. Eigentlich wollte ich es noch im März einbauen, aber ja, hat leider nicht geklappt. Was ich Gebrauch gekauft hatte, ist. Die Legenden der vier Königreiche besiegelt. Das ist der letzte Band der Trilogie. Ich bin echt happy. Er sieht super aus. Es ist halt ein Mängelexemplar. Aber das stört mich jetzt weniger. Und endlich kann ich die Reihe auch mal anfangen. Weil das Buch gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr neu oder so. Also auf jeden Fall hatte ich mal wieder Panik bekommen, dass ich die Reihe nicht beenden kann. Oder nicht da haben kann. Wie bei The Moria, glaube ich, heißt die Reihe. Genau, da musste ich auch Ewigkeiten suchen, bis vor ich den dritten Band bekommen habe. Aber Gott sei Dank habe ich den, der ist eingeschweißt, das sieht perfekt aus. Dementsprechend kann ich da nichts sagen. Und das ist der dritte Band, deswegen will ich mich jetzt nicht spoilern. Und ja, habe ich auch schon eine Neuerscheinung gekauft, also eigentlich wegen einem Buchschnitt. Eigentlich habe ich gedacht, so wie viele, viele anderen, dass es eine Fantasy-Reihe sein wird. Aber es wird wahrscheinlich so eine Romance-Geschichte sein. Oder ist nicht wahrscheinlich, sondern sie ist so. Und ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Ich bin jetzt auf Seite 47, also noch nicht so weit. Trotzdem gefällt mir der Schreibstil. Man kommt schnell durch und ich finde es voll cool. Ich finde es auch voll geil, dass der zweite Band jetzt schon im Mai erscheint und der letzte, glaube ich, im Juli. Also es geht echt schnell mit dem Übersetzen und so. Ich bin ganz froh. Es soll angeblich richtig krasser Cliffhanger sein, was mich so ein bisschen gestockt hat, weiterzulesen, weil ich mir denke, hey, es ist erst Anfang April und ich will jetzt nicht Ewigkeiten warten müssen. Deswegen schauen wir mal. Aber ich werde es auf jeden Fall noch spätestens im Mai, Anfang Mai beenden wollen. Dann habe ich hier Sanatorium von Sarah Pierce, auch in der wunderschönen Ausgabe. Also leider hat sie nicht nur diesen Buchschnitt hier. Stört mich jetzt nicht. Halb versteckt im Wald, überragt von dunklen drohenden Gipfeln von Les Sommets, schon immer ein unheimlicher Ort. Einst ein Sanatorium zur Behandlung von Tuberkulosenpatienten, verfiel es mit den Jahren und wurde schließlich aufgegeben. Nun wurde es zu einem Fünf-Sterne-Hotel umgebaut. Doch seine düstere Vergangenheit ist nach wie vor immer spürbar. Als Detective Inspector Ellen Warner zur Verlobungsfeier ihres Bruders anreist, beginnt ein Albtraum. Erst verschwindet Isaacs Verlobte, dann geschieht ein Mord. Ein Schneesturm schneidet das Hotel von der Außenwelt ab und die Gäste sind mit einem Killer gefangen. Mega geil, ich liebe ja sowas so richtig und ich freue mich sehr auf das Buch. Habe ich auf jeden Fall direkt zwei Bücher bestellt, weil ich Angst hatte, dass ich sie nicht mehr bekomme. Und einerseits finde ich die Cover so ein bisschen kacke, aber einerseits finde ich die Buchschnitte so nice und
einige haben auch das Buch schon gelesen, denen ich auch auf YouTube und so folge, und sie haben das voll abgefeiert. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, sie jetzt zu kaufen, obwohl ich sie noch nicht gelesen habe. Aber ich möchte sie auf jeden Fall lesen. Ich weiß es nicht. Naja. Genau. Hier ist der erste Band. Theodore Attings im Kindesalter von einem Elf der Hälfte ihrer Seele beraubt. Kennt weder Furcht, Scham noch Schüchternheit. Oder was man sonst von einem britischen Debütanten des 19. Jahrhunderts erwarten dürfte. Dass sie sich von all den anderen jungen Ladies so abhebt, ist ihrer Familie ein Graus. Doch gerade Doras unkonventionelle Verhalten erregt die Aufmerksamkeit des Lord Magiers, dessen Königreich als sie im Gefolge ihrer Familie in der Londoner Gesellschaft auftaucht. Die Freundschaft mit dem umstrittenen Lord Magier könnte Dora allerdings endgültig zum gesellschaftlichen Outcast machen. Aber zugleich ist es ihre einzige Hoffnung, je wieder geheilt zu werden. Oder kann man etwa doch mit einer halben Seele aus vollem Herzen lieben? Voll interessant. Klingt super spannend und bin, ja, hoffentlich habe ich bald mal Zeit dafür. So, dann habe ich jetzt noch 3 Bücher und 3 Mangas, die zeige ich jetzt natürlich euch zum Schluss. So, fast als allererstes ist eingezogen bei mir, sorry, warum sind das so viele Kralle? Eine meiner Katzen hat wahrscheinlich schon was drum gekrallt. Okay, ich habe es nur für dich getan. Hier geht es um die Protagonistin Robin. Sie ist Journalistin, lebt in San Francisco. Ihr Ex-Freund ist spurlos verschwunden und ihr jetziger Freund wird beschuldigt, also was mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Und die Polizei kommt dann auch hier zu Hause, um sie zu befragen. Und ja, das ist alles, was ich schon so weiß. Hier steht starke Gefühle, psychologische Spannung, süchtig machende Twists. Ein unwiderstehlicher Mix. Bin gespannt. Und natürlich bin ich da auch zur Buchhandlung gelaufen, weil einfach Amazon wieder gesagt hat, ja, komm hier gerade mal an. Und ich wollte den Buchschnitt haben. Ich habe alle 3 bisher den Buchschnitt. Habe es auch geschafft, Covid in März zu beenden. Und wollte eigentlich Kurt hinterher schieben. Aber ich habe so viel Redebedarf zu Covid, dass ich mir gesagt habe, bevor ich mit dem Buch weitermache, werde ich auf jeden Fall ein spezielles Video über Covid machen und dann irgendwann mal weiterlesen. Einerseits kann ich mir jetzt noch länger Pause nehmen, weil der nächste Band, glaube ich, erst im nächsten Jahr erscheint, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn ich mich irre, korrigiere ich es jetzt hier eingeblendet, und wenn nicht, dann ja, muss ich halt ein Jahr warten. Das ist halt scheiße. Das letzte Buch, warum ich wieder mal nicht warten konnte, es zu kaufen, obwohl eigentlich jetzt diesmal nicht mal Buchschnitt, nichts dabei ist. Ich hätte warten können, aber ja. Von Vera Book kam das neue Buch. Wolfskinder ist rausgekommen. Die Wände schwarz, der Boden schwarz. Es riecht nach Moder, Schimmel und nassen Stein. Mein Atem geht hektisch. Wo ist der Ausgang? Was für eine Ironie, dass ich dem Berg entkommen wollte und jetzt stecke ich mittendrin. Ein abgelegenes Bergdorf in den Wäldern, in denen Wölfe jagen. Eine Siedlung voller Einzelgänger, das sich in den Schweigen hüllt. Ein Ort wie geschaffen als Versteck oder als Gefängnis. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ja, ich weiß nicht, wieso ich es jetzt gekauft habe, aber ja, das sind halt solche Käufe, die ich auch in Zukunft vermeiden will. Oder ich weiß auch nicht, wieso ich mich unbedingt... Naja, deswegen habe ich 3 Mangas, und zuerst kam Fairy Tale, die Massivausgabe, der 3. Band. Ich und mein Freund schauen ja die Reihe komplett von Fairy Tale, und wow, ja, ich bin sehr gespannt, wie ähnlich die sich sind. Also die Zeichnung sieht wirklich aus wie wie der Anime. Mega geil, ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, 1 bis 3 habe ich jetzt zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon geben wird oder so. Ah, das wird wahrscheinlich auch so einen coolen Rücken abbilden.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich mir auch bestellt, auch in Doppelbänden, weil ich glaube, ich habe ich schon erwähnt, ich kaufe jetzt nur noch Mangas, die es in Doppelbänden gibt, die die Neuauflage haben oder so, weil und ein Manga nicht, weil der ist komplett neu. Aber egal. Dann kam jetzt Tokyo Revengers raus. Diese Serie, diese Anime gibt es auch auf Disney Plus. Leider nur mit Untertitel, aber trotzdem, ich finde es cool und gefällt mir sehr. Ja, hier geht es um Kämpfen, also um Straßenkämpfen und ja, sowas halt. Ich glaube, ich glaube, ich noch kein einziges davon gelesen. Ich müsste mal mehr Mangas lesen oder so. Ja, und der letzte Manga und das letzte Buch ist Alice in Borderland 3, kam jetzt bei mir an. Jetzt gibt es, glaube ich, im April Pause oder es kommt Ende April der nächste raus. Ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall wollte ich auch die ersten drei auf jeden Fall mal lesen und mal kleines Fazit geben, wie ich die Reihe bisher finde, aber ich kam halt bis jetzt noch nicht dazu. Ja, eigentlich voll dumm, aber ja. So, meine Lieben, das war's mit meinen Neuzugängen. Es ist echt, 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 echt viel. Und ich, wie viele Bücher habt ihr so gekauft? Das könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.